Cabrio-Fahren muss eben keineswegs immer beschaulich sein. Der offene BMW 2er ist da. Der Nachfolger des 1er Cabrios sieht unwidersprochen gut aus. Eben nach BMW-Art gemacht, als M235i mit ein paar zusätzlichen Insignien der Kraft. Auch geschlossen macht sich das gut, aber schon wegen der lausigen Sicht nach hinten fahren wir ja doch lieber offen. Zeigen es allerdings lieber im Zeitraffer, denn mit 20 Sekunden geht's doch ziemlich lang. Keine Langeweile kommt im Innenraum auf. Das BMW-typische Cockpit ist zwar nichts Besonderes mehr, aber die Bedienung zum Beispiel des Multimedia-Systems oder der Fahrmodi, so soll das sein. Was uns missfallen hat, wir haben schon hochwertigere Kunststoffe und bessere Spaltmaße gesehen. Zu viert unterwegs geht auf Kurzstrecken, zu viert in die Ferien gar nicht. Klar geht der M235i ab wie Nachbars Lumpi. 326 PS in 5 Sekunden auf 100, da bleiben keine Fragen offen. Uns wieder mal ganz besonders gefallen hat dieser sehr gelungene Spagat aus Reisekönig und Sportkaiser. Im Komfortmodus ist der M235i weder zu laut noch zu rumpelig und im Sportmodus dynamisch über alle Zweifel erhaben. Und zumindest auf trockener Straße stimmt zudem die Traktion. Was sicherlich auch stimmt, ist der Kontostand bei BMW. Inklusive Optionen kostet unser Testwagen über 77.000 Franken. Da spielen die fast 10 Liter Testverbrauch schon fast keine Rolle mehr.